dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Willkommen auf dem Gleichsatzkanal. 9. Folge der Operation Objektivität, Kategorienbesprechung. In der letzten Folge wurde zuletzt nochmal festgestellt, dass es sich bei der Erkenntnis um eine Gegenstandskonstitution handelt. Das nur nochmal in Erinnerung gerufen. Nicht nur in Bezug auf Objektivität, sondern auf Erkenntnis und Wissen, das A und O besteht in der Gegenstandskonstitution. Wie diese zustande kommt. An dieser Hürde kann niemand vorbei und jeder, der davon keine Ahnung hat, hat von nichts eine Ahnung im Grunde genommen, was Wissen, Wahrheit und Sicherheit und Ordnung damit angeht. Der Gegenstand, das Objekt, das Ding ist der Ausgangspunkt aller Rationalität, aller Logik, aller Vernunft. Das nur noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Dann schreiten wir weiter zum nächsten Punkt. Ein Beitrag eines Mitstreiters um die gute Sache aus dem Lager der Neukantianer. Ein gewisser Ernst Cassirer. In einem Sammelband zum Neukantianismus erschienen 1980, des vergangenen Jahrhunderts, muss man jetzt sagen. Und da heißt es, die Erklärung, dass die Wahrheit einer Erkenntnis die Übereinstimmung mit dem Gegenstand bedeutet, erweist sich als Zirkel. Denn sie stellt die Frage erst, die sie zu lösen vorgibt. Der Begriff des Gegenstandes vermag uns keine befriedigende Antwort zu geben, da in ihm die Aufgabe nur in anderer Wendung, dem eigentlichen Gehalt nach aber völlig identisch wiederholt wird. Also, ich wiederhole. Die Erklärung, dass die Wahrheit einer Erkenntnis die Übereinstimmung mit dem Gegenstand bedeutet. Und Voraussetzung dafür ist, dass ich eine Ahnung von diesem Gegenstand habe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erweist sich das Ganze als Zirkel. Die Katze beißt sich in den Schwanz, ist wird behauptet, was erst zu beweisen ist. Also ein logischer Schnitzer nach dem anderen. Und hier heißt es eben, dass die Frage zuerst gestellt ist, die sie zu lösen vorgibt. Ich hoffe, das war jetzt klar und deutlich, und ein weiterer Zeuge in Hinsicht auf die Bedeutung der Gegenstandsfrage. Hier hat der Vorsortierer wieder ganze Arbeit geleistet. Es geht weiter mit dem Gegenstand, und zwar geht es dieses Mal ums Bewusstsein, Nummer 293. Bewusstsein ist stets eine Beziehung, und zwar auf den Gegenstand. Also,
diese Behauptung ist nicht nur konträr zu derjenigen, dass es eben ein Bewusstsein gibt, das überhaupt und an sich und auch isoliert von jeder Beziehung sein könnte. Heißt es hier, es handelt sich stets um eine Beziehung. Also man muss sich das Bewusstsein so vorstellen, eben von Haus aus, und das ist Grundvoraussetzung immer, das sind alles Worte, Begriffe, mit denen versucht wird, etwas klarer zu machen, indem einfach Unterscheidungen zu etwas gemacht werden, um letztlich die Urteilskraft im Sinne des Veranstalters zu formen. Und da heißt es eben, Bewusstsein ist immer Bewusstsein auf etwas. Es gibt kein Bewusstsein einfach so als Bewusstsein, sondern Bewusstsein und der Gegenstand, auf den dieses Bewusstsein gerichtet ist, ist im Grunde genommen eine Sache. Es heißt, müsste eigentlich, man könnte oder müsste das alles aufdröseln, was mit diesem Bewusstseinsbegriff gemeint ist, dass inwieweit da eine Aufmerksamkeit von einem Interesse zu unterscheiden ist und dann auch ein gerichtet sein, alles Mögliche, und da gibt es auch alle möglichen, die verschiedensten Bestandteile, wie sich jemand so ein Bewusstsein denkt, und in dieser Richtung ist auch dieser 293 zu verstehen. Hier heißt es, Bewusstsein ist stets eine Beziehung. Oder, und zwar auf den Gegenstand, und heißt mit anderen Worten, es gibt ein Bewusstsein ohne den entsprechenden Gegenstand, auf den dieses gerichtet ist, macht wenig Sinn, ist ein solches Bewusstsein, das nicht auf eine bestimmte Sache gerichtet ist, ist eine abstrakte Lehrformel, die da könnte alles Mögliche damit gemeint sein, ein Ich, wie auch immer. Also sprachkritisch betrachtet, es sind solche Begriffe nie als Credo oder als Wahrheit zu betrachten, sondern es handelt sich hier durchweg um Probleme. Das ist all da gibt es in keinster Weise irgendeine Klarheit unter den Gelehrten. Sowieso, und auch was sich jetzt die ganzen Normalverbraucher unter Bewusstsein vorstellen, wenn überhaupt jemand einen Bewusstseinsbegriff hat, das geht ins Uferlose. Nun gut. Hier geht es in erster Linie darum, eben den Gesetzescharakter oder die Allgemeingültigkeit der Objektivitätsvorstellung auf den Prüfstand zu stellen, um ihn dann in der Versenkung verschwinden zu lassen. So hoffe ich doch, verlasse kurz mal meinen
objektiven Standpunkt. Und jetzt fällt mir wieder ein, dass ich die Uhr nicht gestellt habe. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Letztes Mal habe ich 15 Minuten, eine halbe Stunde gerechnet und waren nur 3 Minuten. Aber ich sage jetzt mal, 10 Minuten haben wir gehabt und jetzt gebe ich noch 25 drauf. Dann kann man schon ungefähr hin. Dreiviertel Stunde wird es auf alle Fälle nicht, wie in der zweiten Folge, vollkommen verschätzt. Wollte ich schon schneiden, das Ganze, aber das war dann zu kompliziert. Gut. In der Nummer in der 294 wird diese Bedeutung des Gegenstandes noch einmal etwas höher auf die Spitze getrieben. Und zwar wird von einer Logik des Gegenstandes gesprochen. Und nach dem vorherigen könnte man auch behaupten, dass es ohne die Klärung der Gegenstandsfrage die Logik nichts wert ist. Also parolenhaft, plakatmäßig, plakativ heißt das richtige Wort, gesprochen möchte man meinen, keine Logik ohne Gegenstand. Also, umso wichtiger wird das, was unter einem Gegenstand man sich vorzustellen hat, beziehungsweise nicht vorzustellen hat, um im Rahmen des Sinnvollen zu bleiben und nicht in einen Bereich des Geschwafels und leeren Geredes abzudriften. Hier haben wir wieder eine längere Passage, die in verschiedenster Hinsicht von Bedeutung ist und ist auch sehr allgemein verständlich. Deshalb denke ich mal, wird die berühmte Aufmerksamkeitsspanne gewisser Generationen hier nicht überstrapaziert, denn ich denke mal, die Aufmerksamkeit lohnt sich und man wird ein Stück klüger, gescheiter aus dieser Nummer 29 hervorgehen. Also, dass dieser Anzug, in Klammern der Gegenstand, heißt in diesem Fall Anzug, zum Bekleiden hier liegt, das nehme ich nicht wahr. Diesen Sinn lege ich dem in bestimmter Weise geschnittenen und genähten Stoff bei. Oder die Urzeit ist an der Wahrnehmungsgrundlage der Urgestalt selbst nicht ablesbar, sondern nur aufgrund eines den jeweiligen Konstellationen ihrer Zeiger, ihr einlegbaren Sinnes. Kurz, wir erfassen die Gegenstände in ihrer Funktion. Sie haben für uns eine Bedeutung. Sie sind als Sinneinheiten gegeben, nicht als Summe von Einzeltatsachen. Und ich würde sogar so weit gehen und behaupten, es sind nicht als Sinn ganze gegeben, sondern wir schaffen diesen Sinn, weil eben ein ganz bestimmter Zweck damit verbunden ist. Aber nichtsdestotrotz hat dieser Text seine Berechtigung und ich fahre weiter.
wir erfassen die Gegenstände in ihrer Funktion, sie haben für uns eine Bedeutung, sie sind uns als Sinneinheiten gegeben, nicht als Summe von Einzeltatsachen. Sinn, Ganze sind die Bezugspole der Intentionalität, wie eben gesagt, Nutzen und Zweck. Dabei ist es für jedermann, jede Frau ersichtlich, dass einem Gegenstand nicht nur eine Sinnauslegung zukommt. Der Gehstock zum Beispiel kann in bedrohter Lage den Sinn einer Waffe erhalten. Der Nussbaum vor meinem Haus kann heute die Bedeutung Fruchtbringer, morgen die eines Schutzes gegen Sonne und Regen, ein andermal die von Bauholz oder Brennmaterial haben. Diese verschiedenen Sinngebungen haben zwar im So-Sein der Dinge, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln, aber egal, ihre Grundlage und auch ihre Grenze, sind aber aus der aktuellen Wahrnehmungsgrundlage nicht ableitbar. Und das ist das Entscheidende, dass eben vom Gegenstand zur Erkenntnis kein gerader logischer Weg führt, sondern eben nur über den Zweck. Letzter Satz: Es ist die Intentionalität des Bewusstseins, die diesen Überstieg von der reinen Tatsächlichkeit in die Dimension des Sinnes ermöglicht. Oder eben ein Wille, ein Interesse, ein Bedürfnis. Aber gerade der Intentionalitätsbegriff hat um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert ziemlich für Furore gesorgt, ausgehend von einer Erwähnung in einem Lehrbuch von Franz von Brentano, Psychologie-Lehrbuch, vom Psychologie, vom empirischen Standpunkt, soweit ich mich erinnern kann. Und davon ausgehend, von diesem Brentanoschen Gedanken ausgehend, hat dann ein gewisser Edmund Husserl, eigentlich Mathematiker, aber hat viele Mathematiker gegeben, die gemeint haben, nunmehr ihre Berufung in der Philosophie zu finden, was man dem Ganzen auch immer wieder anmerkt, anzieht. Dieser Charles Sanders Peirce war auch so ein Kandidat in der Richtung, der Erfinder des Pragmatismus. Und bei Husserl gibt es ähnliche Kunststücke, wie er den eben das Kunststück vollbringt, trotz Intentionalität und trotz etwas, dem irrationalen Etwas als Ausgangspunkt, landet er dann doch wieder im Objektivismus. Nun gut, ich hoffe, diese längere Geschichte in Bezug auf Sinngebung und Wahrnehmung ist was hängen geblieben. Und spricht eben, ist vollkommen entgegengesetzt einer objektiven Wahrnehmung irgendeines Anzuges. Damit das nicht in Vergessenheit gerät, worum es eigentlich geht. Um die Objektivität, die mittlerweile schon vielfach enthauptet wurde, sage ich mal,
oder als hinfällig sich erwiesen hat und eigentlich das Thema schon erledigt ist, aber da gibt es eben ganz besondere Interessen an so allgemeingültigen Geschichten, weil eben die Allgemeingültigkeit als Rechtfertigung dient für alles Mögliche. Ist quasi der Legitimierer. Nun gut. Hier geht's weiter. Nummer 28. Was bloße Vorstellung des erkennenden Subjekts ist, kann keine objektive Wirklichkeit sein. Also, da die Feststellung oder Erkenntnis eines Schweins nicht dazu führt, dass dieses Schwein einem in den Kopf gezaubert wird, in sämtlichen Ausmaßen, was nicht möglich ist, weil man, um ein Zitat von Fritz Mautner zu paraphrasieren, man ja auch die Speisekarte essen könnte, wenn die Gegenstände, die da beschrieben sind, wirklich wären. Und hier ist lautet die kritische Stimme eben ein Verweis auf die Vorstellung, sprich auf die Subjektivität eines erkennenden Subjekts und egal, ob das jetzt eine Empfindung ist oder eben eine Vorstellung, auch wenn es sich bei dieser Vorstellung um irgendeinen abstrakten Begriff handelt, dann ist die Bedeutung und der Sinn eben, der irgendeiner Sache beigemessen wird, immer subjektiv. Und wenn man auch Tausenden von Menschen irgendetwas einbläut und die auf irgendeine Definition einschwört, dann reicht eben die Allgemeingültigkeit nur bis zum Einschwören. Und sobald eine Frage gestellt wird, die darüber hinausgeht, unterscheiden sich schon wieder die tausend Kandidaten, die dann nicht vorbereitet sind und dann sich etwas aus ihren eigenen Fingern saugen müssen. Es geht weiter mit der Nummer 208. Der Meister selbst, Emmanuel, denn als denn ist alle unsere Einsicht durch vermeinte objektive Gültigkeit unserer Urteile nichts als lauter Schein. Das hört sich jetzt sehr gut an und ich bin muss dazu sagen, dass hier diese Geschichten, hier diese ganzen Kategorien, Exzerpte, die rühren aus einer Zeit, des letzten Jahrhunderts, sind 20 Jahre auf alle Fälle her. Und da war ich dann immer sehr froh, wenn ich so ein Zitat gerade von solchen Autoritäten dann ausfindig machen konnte, musste dann aber gerade in letzter Zeit, also in den letzten 10 bis 15 Jahren feststellen, dass eben gerade auch
Kollege Kant dann doch immer wieder im objektiven Lager gelandet ist. Also es ist, ich habe das einmal das Bibelsyndrom genannt, dass sehr viele Denker mit ihren Analysen sehr wohl wichtige, entscheidende Fragen angesprochen haben. Aber wenn es dann an die Synthese geht, was mache ich mit meinen Ergebnissen, dann ist da oft, ist es oft furchtbar und zumindest widersprüchlich. Und Bibelsyndrom deshalb, weil da eben auch alles Mögliche widersprüchlich drinsteht. Und das vielleicht auch das Rezept des Erfolgs dieser Angelegenheiten ist, weil sich jeder raussuchen kann, was er will. Aber das nur nebenbei. Ich stelle fest, objektive Gültigkeit unserer Urteile ist nichts als lauter Schein. Das heißt, das kann man sich abschminken zu glauben, man könnte etwas objektiv beurteilen. Das ist nichts als lauter Schein oder eben das Erschleichen einer Allgemeingültigkeit zwecks anderweitigen Nutzens. Mit Allgemeingültigkeit ist immer auch Mehrheit gemeint und Mehrheit heißt auch immer Macht oder Mehrheit heißt auch Massenproduktion irgendeines Artikels und dadurch eben Verkaufsschlager und so weiter. Nun gut. Die Nummer 39, ich nehme einen Blick auf die Uhr. Ups. Hier haben wir die Idealität allen Objekts. Dieser Punkt wurde auch schon einmal angesprochen. Die Idealität des Gegenstandes, dass ein Gegenstand an sich beurteilt wird, eben unabhängig von irgendwelchen Beziehungen. Das Ding ist, was es ist und nichts anderes. Ist damit gemeint, dass das Ding an sich ist im Grunde genommen eine Idealvorstellung, die, was es konkret und auf Erden niemals gibt. Aber so etwas wie gesagt, man bewegt sich sofort in ethischen Gefilden, wenn man dieser Frage etwas näher nachspürt. Es kann nur, dazu braucht es, zu so einer Idealität braucht es ein Gewissen beziehungsweise eine Verpflichtung, der Intellektuelle unterwirft, einfach seinen Prinzipien Folge zu leisten und sich diesen gegenüber nicht widersprüchlich zu verhalten. Objektivität gehört auf alle Fälle in die Ethik und hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist bestenfalls eine Norm, die vorschreibt, wie man sich zu verhalten hat. Und da ist in den wissenschaftlichen Methoden eigentlich so gut wie gar nichts zu finden. Weil einfach per se nur Allgemeingültiges von Bedeutung ist. Und gar nicht, das andere gar nicht auf den Schirm kommt, sage ich mal. Gut. Dann sehe ich die Nummer 156 vor mir.
Insgemein wird vorausgesetzt, dass der Ausdruck Ding im Gegensatz zur Idee etwas bezeichnet, das außerhalb des Geistes existiert. Ja, das wäre eben, dieses Ding ist eben, wenn es nicht ein Ding an sich ist, ist eben das Ding, das so ist, wie es ist und nichts anderes. Jetzt auf unseren Anzug von vorhin umgemünzt, würde das bedeuten, der Anzug ist, was er ist und nichts anderes. Also ich hoffe, es war ein Erkenntnisfortschritt mit dieser Aufzählung, Vorlesung dieser 3x140 Zeichen, 4x, 5x, ich weiß nicht wie oft. Die Idee beziehungsweise die Vorstellung, die da ist eben auch zu unterscheiden. Da gibt es auch wieder, zuerst einmal ist es ein Wort und welchen Begriff sich jemand davon macht, ist nichts anderes wie mit allen Begriffen. Bewusstsein oder Idee oder Vorstellung. Darauf will ich und brauche ich auch gar nicht näher eingehen, weil in diesem Zusammenhang hier mit Hashtag Objektivität ist nur von Bedeutung, ob wir es mit einer objektiven Idee zu tun haben, ob sowas, so etwas wie eine objektive Idee überhaupt Sinn macht. Das wäre dann nichts anderes als ein objektiver, abstrakter Begriff. Und diese Frage ist, glaube ich, schon geklärt. Haben die Nominalisten im Mittelalter schon geklärt. Dort hieß es, es existiert nichts als der Name, als eben der Allgemeinbegriff und zu diesem Allgemeinbegriff gibt es eben keinen Gegenstand, keinen realen, konkreten, ein Pferd sehe ich wohl, aber keine Pferdheit. Und jetzt gibt es noch eine längere Passage von einer Koryphäe der Physik, der sich wieder so ein Naturwissenschaftler, die sich philosophisch versuchen und da alles unter einen Hut zu bringen, möglichst populär. Ich lese vor, Vorlesung. Die Empfindung ist etwas Subjektives und wir dürfen aus den Empfindungen der Sinne nicht ohne weiteres auf die Gegenstände schließen. Das halten wir fest. Es ist nichts weiter als eine Bekräftigung dessen, was in vorherigen Folgen schon des Öfteren zur Sprache kam. Die grüne Farbe ist nicht eine Eigenschaft des Blattes, sondern sie ist eine Eigentümlichkeit der Empfindung. So wie das Sehvermögen einer Fliege eine Eigentümlichkeit der Fliege ist, beziehungsweise Sehvermögen des Habichts ist vielleicht noch etwas verständlicher, oder eben das Geruchsvermögen eines Hundes, die der Hund beim Anblick der Wurst verspürt. Aber ich bleibe hier bei dem Zitat. Eigentümlichkeit der Empfindung, die wir beim Anblick des Blattes verspüren, ebenso verhält es sich mit den übrigen Sinnen. Nehmen wir alle Sinnesempfindungen weg, so bleibt vom Gegenstand überhaupt nichts mehr übrig. Also,
Der Gegenstand ist im Grunde genommen eine Einheit, die sich nicht notwendigerweise aus den verschiedenen Sinnesempfindungen ergibt. Es braucht dazu einen Willen, der etwas will, der etwas auf etwas hinaus will und dem dann dieser Gegenstand eben ein Anzug ist oder der Gehstock, eine Waffe oder wie auch immer und dergleichen. Und damit bin ich genau auf den Punkt mit meiner Zeituhr für dieses Mal fertig, was aber nichts zu bedeuten hat, denn ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine halbe Stunde war oder nicht, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Auf jeden Fall ist eine weitere Folge geschafft, sage ich jetzt mal, aus dem Blickwinkel des Zuhörers. Der ist bis zur 9. Folge, wie gesagt, geschafft hat, was vielleicht nicht immer einfach war, aber ich denke mal, für den einen oder die andere war es durchaus unterhaltsam. Die Folge Nummer 10 geht weiter mit der Nummer 171. Und mir bleibt weiter nichts als ein Peace und Out.